Hallo Leute, ich bin Sonatic und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von meinem Top-PC, wo komischerweise aber irgendein Problem hat mit seinen Aufnahmen-Teilchen da. Und ja, ich zeige euch heute, nachdem ich kurz das Video gepausiert habe, weil ich gerade sehe, ich bin auf Facebook, wie ihr mitten im Leben ein mitten im Leben-Bild machen könnt auf Anfragen von vielen über Facebook und auch sonst. Und dazu stoppe ich kurz, damit ich kurz von Facebook kann. So, ich denke, ich kann hier jetzt weiter aufnehmen. Ich habe mir mal im Voraus so ein Bild rausgesucht von mitten im Leben, wo hier kein Text drin ist. Ganz einfache Sache, wie ihr jetzt diesen schönen Text hier herausbekommt. Müsste man eigentlich sogar selber drauf kommen, weil es nicht schwer ist. Rechtsklick, Bild kopieren. Dann geht ihr in Paint und fügt dieses schöne Bild ein. Dann klickt ihr einmal hier außen Rand und nun ist es eingefügt. Dann geht ihr auf Auswahlwerkzeug auswählen und dann, ja, ihr könnt zoomen, ich brauche eigentlich nicht zoomen. Und dann geht ihr auswählen und dann könnt ihr das hier genau an den Stellen, wo ihr es rauskopieren wollt, ein bisschen genau so. Ja, ist jetzt ein bisschen kleiner, ist auch egal. Kann man größer machen, jederzeit anpassen. So dürfte es okay sein. Dann kopieren wir das heraus. Also rechtsklick dann und kopieren. Ihr stellt es dann hier ein. Soweit, so leicht. Dann mal wieder einfügen. Passt perfekt sogar hinein. Machen wir das kleiner wieder, so wie es gehört. Und schon habt ihr hier den Balken, den ihr dazu benötigt. Den gehen wir jetzt auf den Desktop und speichern das als PNG-Datei oder egal, am besten PNG. Unter Banner PNG oder mitten im Leben oder wie auch immer ihr das wollt. So, nun gehe ich mal auf Google und suche jetzt irgendwelche Personen raus. Ja. Nehmen wir einfach den netten Typ hier. Wenn der Arme nur wüsste, was ich dem Herr Kessler, heißt der anscheinend, jetzt antue. Ja, über so ein Bild, das sagt mir auch, jetzt ist der, wie ich auf Facebook heiße. Das sah mehr aus wie sonst was. Ja. Dann nehmen wir diesen Herr Kessler. Gehen auf Öffnen mit Paint. Dann haben wir hier diesen schönen Herrn. Dann auf Pixel und wir machen eine Pixelbreite wie auf Facebook. Horizontal von 160 bis 164. Ich empfehle 160. Und dann, das Verhältnis sollte gleich sein, damit euer Bild nicht verzerrt oder sonst irgendwas. Nun habt ihr jetzt das. Wie bekomme ich jetzt meine Datei da rein? Dann geht ihr hier unten über diesen Tafelbrett bei Einfügen unten auf dieses Zeichen und geht auf Einfügen aus. Dann könnt ihr Bilder einfügen aus anderen Dateien. Dazu nehmen wir unsere Banner PHP. Hier haben wir nun unsere Banner PHP. Und die ziehen wir jetzt hier quer bis an den Rand. Sehr schön. Jetzt könnten wir, um es noch ein bisschen genauer zu machen, das war ich ein bisschen voreilig, das nochmal einfügen aus Banner PHP. Jetzt haben wir hier den Banner, wie auch immer. Jetzt ziehen wir den ein bisschen größer, passen den an, haben es jetzt ein bisschen größer, verwischt es natürlich auch ein bisschen das Logo, aber es soll ja nur zum Spaß sein. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wieso das auf einmal so angesagt ist. Aber naja, okay. So, das sieht jetzt ja schon aus wie im Fernsehen, bei mitten im Leben, wenn die da so schwätzen. Oder reden jetzt auf Hochdeutsch gesagt. Nun kommen wir zum eigentlichen, dem Text. Man könnte nun jetzt irgendwas nehmen. Jetzt habe ich hier Mondoni MT Black mit Schriftart 28 und schreibe rein Hans Wurscht. So. Klammer steht da ja immer. Das Alter. 15 ist er jetzt gerade nicht, aber egal. So, es sieht ja schon mal scheiße aus und ist nie im Leben wirklich so bei mitten im Leben. Darum machen wir das jetzt mal wieder zurück. Und dazu wählen wir Folgendes aus. Ihr geht hier auf dieses A-Buchstabe, wählt hier so ziemlich so aus, dass es so ungefähr ist. Na, so. Ungefähr auch hier ansetzen, so wie in echt. Kann natürlich variieren, wie ihr wollt.
Schriftgröße 28 ist natürlich zu groß, aber dazu kommen wir noch. Wir wählen als erstes meine Schriftart aus, die ich immer benutze für den Namen, ist die Tahoma. In der Schriftgröße 10 oder 11, je nachdem wie viel Platz ihr habt. Hier reicht locker 11 aus. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn jetzt Thomas Kessler. Wie alt könnte das sein? Ist mir eigentlich auch egal, 42. Zack, dann markiere ich das mit Steuerung A oder ihr markiert das normal, wie ihr markiert meinen Text und macht es fett. Nun haben wir unseren Thomas Kessler. Ja, könnte man vielleicht sogar Größe auswählen. 12, ja, markieren. Und dann... Ja, das reicht sogar auch, 14. Dann geht ihr hier ungefähr hin. Und zieht hier nochmal einen längeren Abschnitt mit Text. Ja, so, dann geht ihr jetzt auf Segue, keine Ahnung welche Sprache das ist, ist mir eigentlich auch egal. Und wählt am meisten für ein Facebook-Bild, je nach der Höhe noch 8 oder 9 aus. In diesem Fall könnt ihr aber, glaube ich, auch ja, 10 benutzen. Und dann tragt ihr hier einen Text ein, am besten. Was gut ankommt, wenn der Text lustig ist oder so. So wie manchmal auch bei Mitten im Leben da, wo die Leute halt drüber lachen können. Ich wähle jetzt irgendwas aus. Keine Ahnung. Hier Thomas Kessler und dann ist der heimliche Spielfreund. Oder nee, warte. Blubbernd gerne Seifenblasen mit Launch. Bock. So. Keine Ahnung, ihr könnt ja reinfügen, was ihr wollt. Ich habe jetzt irgendwas ausgewählt. Blubbert gerne Seifenblasen mit SpongeBob. Dann könnt ihr das noch zentrieren ein bisschen hier in die Mitte. Dann dürfte es auch gut sein. Manche können das fett machen. Ich empfehle es nicht. Kann man zwar besser lesen. Aber ihr könnt es auch kursiv schreiben. Aber ich lasse es immer so. Und dann sieht es doch schon ziemlich okay aus. Thomas Kessler blubbert gerne Seifenblasen mit SpongeBob. Mitten im Leben Pick ist fertig. Dann geht ihr nur noch auf Speichern. Und da haben wir unter Person Kessler 01 den hier gespeichert. Wenn euer Bild sicher sein sollte, das alte, dann geht ihr auf Speichern unter PNG und macht hier nochmal einen Namen rein und speichert es irgendwo ab. Wo ihr wollt, nun haben wir hier den Person. Jetzt kommt es mit Picasa. Ja, super. Und hier haben wir den Thomas Kessler 42, blubbert gerne Seifenblasen mit SpongeBob. Dann wünschen wir dem viel Spaß dabei und ich euch noch viel Spaß bei meinen anderen Videos. Ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen verstehen, weil ich jetzt hier am schlechteren Aufnahme-PC aufgenommen habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit euren Bildern. Macht's gut. Ich bin's, euer Sonnendick und ciao.